ist es endlich wieder soweit. Heute war in der Post die Glossy Box da. Und das heißt, jetzt ist wieder ein Unboxing der Glossy Box dran. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So, erstmal ist hier wieder die Verpackung genauso, wie es am ersten Mal war, wo ich sie bekommen habe. Also eigentlich die übliche Glossy Box Verpackung. Das ist schon mal schön. Und einmal auspacken einfach. Ganz oben ist erstmal das Glossy Magazin, also ein normales Magazin wie immer, und diesmal ist es halt von der Glossy Box ganz normal, wo halt Beauty Sachen und sowas drin stehen. Werde ich mal später durchgucken. Und diesmal ist die Glossy Box in so einem schönen Blauton, so Meeresblauton, Himmelblau, ich weiß nicht, was ist es eher, so ein Himmelblau eher, würde ich sagen, mit so ein paar ja, Korallen und Seesternen. Und ja, also so, es ging auch darum, dass sie so diesmal im H2O-Style sein sollte. Und ja, finde ich schön. Also diese Farbe mag ich auch sehr gerne. Ja, und sonst sind hier wieder so Prospekte, ein bisschen, ein paar Gutscheine. Gutschein, irgendein Heftchen. Ja. Buchvorstellung, ich weiß nicht. So. Aber jetzt kommen wir zu dem Wichtigen, der Box selber. Einfach mal aufmachen. Oh, wie süß. Drinnen verpackt ist das jetzt mit so einer Schleife halt, dieser Karte und so einem Papier. Ich mach die Schleife mal auf. Yay! So, hier sieht man natürlich als erstes wieder das Papierchen, wo alles drin steht, was drin ist. Aber da gucke ich jetzt eigentlich noch nicht rein. Und hier außen ist so ein schönes Papier mit so ein paar Korallen drin. Und ja, packen wir das Ganze mal aus. So, dann geht's jetzt los mit der Auspackung. So, und diesmal sind sogar diese kleinen Schnipselchen hier weiß. Natürlich, ich muss alles wieder in einem Zimmer machen. Oh, oh. Dass es mir direkt als erstes aufgefallen ist. Also diese Glossy Box gefällt mir. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ich zeige euch die mal. Nein, ich zeige es euch jetzt nicht so. Aber die Glossy Box gefällt mir. Also erstes ist hier eine Wimpernzange drin von der Marke Emite Make-up. Sehr cool. Also wirklich sehr cool. Ich habe zwar eine und ich liebe meine Wimpernzange von Evelyn. Also ehrlich, ich liebe die richtig. Aber die sieht auch geil aus. Oh, wie cool. Ja. Ich glaube, ich werde sie mal ausprobieren und gegen die von Evelyn einmal mal austauschen. Die hat hier halt noch drei Ersatzgummis. Und das Gefühl hier zwischen den Fingern, also ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie gut, also professioneller. Ich weiß nicht, hört sich das jetzt doof an, dass ich sage professioneller? Aber das ist einfach so, wie cool. Was steht denn hier so drauf? Oder steht hier überhaupt? Ja, hier steht ja auch unsere professionelle. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig cool. Also, allein deswegen hat die Glossy Box schon gewonnen. Auch wenn ich meine von Evelyn, wie gesagt, richtig liebe. Das finde ich cool. Also, dass das in einer Box drin ist. Wow, hätte ich nicht gedacht. So, dann ist hier was ganz Kleines, Feines. Von Nails Inc. London. 4 ml und zwar ist das so ein ja, Korallpinkton Nagellack. Ja, sieht aber gut aus. Die Farbe gefällt mir sehr gut, also wirklich sehr gut. Kann ich mir richtig gut im Sommer vorstellen. Aber allein in diesen zwei Produkten, ich freue mich gerade so. Dann ist hier von Delolita Lempicka ein Parfüm. Denke ich, wird auch sommerlicher sein. Ich spüre mir das mal hier aufs Handgelenk. Also jetzt so vom Raum. Also es geht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich kaufe mir das jetzt sofort nach. Aber es geht, also es ist angenehm. Es ist nur nicht so, dass ich sage, deswegen renne ich jetzt
direkt in den nächsten Laden und hol mir das. Aber es ist okay, auf jeden Fall. Und zwar sind das 1,2 Milliliter. So, als nächstes kommt dann hier so eine riesen Verpackung von Eucerin. Dermatoclean? Keine Ahnung. Hm. Also morgens und abends mit einem Wattepad aufs Gesicht heißen Dekolleté auftragen. Das ist dann ein 3-in-1 Reinigungsfried. Reinigt gründlich, entfernt Wasser, lösliches Augen-Make-up und klärt die Haut. Also auch für die Augen gut geeignet. Und ja, auch sehr cool. Oh, diese Glocke von Sally übertrumpft alles. Weil ich habe ganz ehrlich, bevor ich jetzt weitermache, habe ich gesagt, wenn diese Glossybox gut ist, behalte ich das Abo. Wenn diese Glossybox schlecht ist, kündige ich es, weil ich habe halt dieses monatliche, wo ich jeden Monat was bezahle, wenn ich es möchte. Wenn nicht, dann kann ich es jederzeit kündigen. Und die letzte Glossybox hat mich sehr, sehr enttäuscht und die davor fand ich auch nicht so geil. Die erste Glossybox hat mir gefallen und deswegen wollte ich jetzt auf die sich ankommen lassen und die, wow, die übertrumpft ja alles. Dann ist hier von Bamboo Style ein Bobo Waves. Was ist das denn? Wenn man jetzt noch wüsste, was das ist, wäre das ganz gut. Also es ist auf jeden Fall ein Spray, irgendwas zum Sprühen. Hat einen Sprühkopf. Aber ich gucke mal später in der Produktbeschreibung, da steht das ja auch nochmal auf Deutsch. Und ja, hat 25 Milliliter. Mal gucken, da kann ich noch nicht zu sagen, weil ich weiß nicht, was es ist. Und das ist dann jetzt hier so, sieht aus wie beim Kunst, diese Farbteile, die man so rauspresst. Aber das ist ein Lippenbalsam. Und Rouge gleichzeitig? Oder wie sehe ich das jetzt? 100% natürlich hergestellt. Also denke ich, dass da jetzt keine irgendwie Farbstoffe oder sowas drin ist. Ist ein ganz, ganz leichter Rosé-Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit meinem Finger erkennen könnt. Ganz, ganz leichter und feiner. Der riecht gut. Oh mein Gott, die Classy Voice, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber... Oh. Die ist ja mal richtig geil. Einfach richtig geil. Ja. Das riecht gut, das fühlt sich gut auf den Lippen an. Und, Cherry. Geht ja. Ja, schmecken tut es jetzt nicht so gut. Aber dafür ist es noch nicht gedacht. Vielleicht ganz gut, dass, dann esse ich sie mal nicht immer. Und, ja. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, das war es dann auch mit den Produkten. Da sind ja wie immer 5 Stück. Oder diesmal sind es sogar 6, aber vielleicht zählt das ja nicht so dazu. Weiß ich nicht, oder der kleine. Sonst sind es aber diesmal sogar 6 Produkte. Oder ich bin einfach doof und habe mich verzählt, aber... Nee, es sind tatsächlich 6, denn diese kleine Duftprobe zählt nicht zu den Produkten dazu. Die war einfach so ein kleines Extra. Ach, wie toll. Nach längerer Einwirkungszeit riecht es sogar noch angenehmer. Ist gut. Ja, gefällt mir sehr gut. Also, als erstes ist hier das hier, wo ich nicht genau wusste, was das ist. Dieses Bambus-Teil. Ah, das ist eine Haardingens, Haircare. Und zwar kreieren sie Frisuren im Beachlook mit diesem texturgebenden Spray, das buchstäblich Wellen schlägt. Es liefert Volumen, Griffigkeit und gesunden Glanz ohne zu beschweren und ist für jeden Haartyp geeignet. Also einfach nach, wenn man sich so Locken stylen würde oder sowas, einfach in die Haare vorher spülen, ist ganz cool. Vielleicht halten dadurch auch Locken oder Wellen mal länger. Oder es passiert ganz ohne, dass man irgendwelche jetzt anwenden muss. Mal gucken, werde ich auf jeden Fall mal probieren. Finde ich sehr cool. Das Originalprodukt mit 125 ml kostet 16,50 Euro. Hier sind jetzt 25 ml. Und ja, jetzt das, wo ich schon direkt so dachte, wow, geil. War auch klar, dass es teuer ist. Und zwar diese Wimpernzange mit den passenden Teilen. Für die perfekte Welle schicken wir ihn ausnahmsweise nicht an den Strand, sondern mit den Eyelash Curler in Ihr Badezimmer. Kreieren Sie einen perfekten und gleichbleibenden Wimpernschwung für einen atemberaubenden Augenaufschlag. Diese Wimpernzange kostet 23 Euro.
Also dafür, dass die Glossybox 15 Euro kostet, 23 Euro nur in diese Zange. Das war auch klar. Die sieht auch schon direkt, ich finde, durch diese Ärmliche sieht sie direkt irgendwie professioneller aus. Ja. Aber man merkt das ihr auch an. Wenn man sie so zusammendrückt, das merkt man ja schon von dem Gefühl, wie sie sich drückt, finde ich. Ob sie so richtig oder halt so, wisst ihr, so. Das merkt man, dass die gut ist. Ich werde es nochmal in den Augen probieren, aber das, ich denke, die wird. So, egal, weiter. Das Eucerin, klare Sache, egal ob für den Urlaubskoffer oder einfach für unterwegs. Mit diesem 3-in-1-Produkt, bestehend aus einem Reinigungsfluid, Augen- und Make-up-Entferner und Gesichtswasser, reinigen sie ihre Haut besonders schon und sorgen für einen strahlenden, erholten Tag. Kann ich nicht aussprechen, konnte ich noch nie. So, 125 ml sind hier drin. 200 ml sind im Originalprodukt, also nicht gerade viel Unterschied. Also 75 ml Unterschied, ich weiß nicht, ob ihr das seht als viel oder nicht. Auf jeden Fall kostet das Original mit 200 ml 13,20 Euro. So, jetzt kommt zu dem, was wirklich angenehm auf den Lippen ist. Also, ich habe es mir ja gerade jetzt drauf gemacht hier. Und es fühlt sich wirklich gut an. Und es riecht gut, der Geruch, der kommt weiterhin durch. Das Fix and Rouge, also auf die Namen Mocha, Orange, Coco Rose oder Cherry Balsam wurden die absoluten Lieblinge der Beauty-Redakteuren gekauft. Sie verleihen ihren Lippen einen sanften Farbschimmer, duften angenehm und runden ihren diesjährigen Sommerstyle perfekt ab. Ich sollte mal lernen zu lesen. Ich kann das nicht so laut. Also es gibt die wahrscheinlich in jeder Box mit einem anderen Geschmack. Ich habe die mit Cherry, das finde ich auch gut. Also Coco Rose könnte ich mir auch noch gut vorstellen, aber mit Cherry bin ich schon am glücklichsten. Das Originalprodukt mit 12,5 ml ist dieses hier, kostet 5,90 Euro, also ca. 6 Euro. So, jetzt dieses Nails Insk. Sonnenstrand und Meer. Und was dabei darf dabei keinesfalls fehlen? Ganz klar ein leuchtender und extrem glänzender Nagellack von Nails Insk. mit langanhaltender Formel. In angesagter Koralle ist farblich Maritime. Sommerhighlight mit Wow-Effekt. Im Originalprodukt sind 10 ml, hier sind 4 ml und das Originalprodukt kostet ganze 13 Euro. Was ist das denn für ein Nagellack dann? Ich meine 10 ml, das sind ja eigentlich die normalen Nagellacke, die man sich dann so vorstellen muss in dieser Größe. Bis hierhin circa sind ja normale Nagellacke, würde ich sagen. Und kostet 13 Euro für 10 ml. Das ist ja dann circa die Hälfte. Also 4 ml ist ja fast die Hälfte. Wow! Allein für die Hälfte bezahlt man, ja, dafür würden ca. 6 Euro, für die Hälfte bezahlt man 6,50 Euro. Für so ein kleines Päckchen würde man dann ca. 6 Euro bezahlen. Heftig. Wie gut muss der denn dann sein? Bin ich ja gespannt drauf. Also diesmal haben die sich echt sehr viel Mühe gegeben. Bestimmt wussten die, dass ich das aber sonst kriegen wollte, wenn das mir diesmal nicht gefällt. Und wow, also Leute, wow, ich bin begeistert. Topbox, ich hatte schon Angst, als es hieß H2O, das sind nur irgendwelche Naturkosmetik-Zeugs rein oder irgendwelche nur Haarkuren und Handcremes und sowas alles, was man halt für den Strand, weil man sich am Strand nicht so viel schminkt oder ich zumindest nicht. Aber damit, mit solchen Sachen, vor allem die hat ja schon alles bei mir, habt ihr vielleicht gemerkt, sobald ich die gesehen habe, war bei mir direkt die Box ganz oben. Echt cool. Freut mich sehr. Also, wer dieses Mal sich auch zu dieser Box gedacht hat, ja, diesmal bestelle ich mir mal auch ein Abo, hat alles richtig gemacht. Diese Box ist perfekt. Super toll. Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, bestellt euch die jetzt schnell, wenn ihr die Box auch toll findet. Denn egal, bis wann ihr im Juli bestellt, ihr bekommt noch diese Box hier. Also diese. Geliefert, nicht die nächste. Und ja, ich finde sie toll. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet. Ich komme aus dem Stein jetzt gar nicht mehr raus. Also ich bin glücklich. Ich freue mich über die Box und ja, werde meinen Spaß mit den Produkten haben. Und ja, ganz toll. Ich
hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat die Box auch gefallen. Mir auf jeden Fall, wie man vielleicht merkt. Und ja, das Parfüm wird immer besser. Ich glaube, ich werde doch mal zum Laden hin und kaufe mir das. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt an den Glücksgefühlen, die ich ausstreue, liegt. Aber im Moment, es wird immer besser und besser. Und es braucht ja eigentlich immer Eingewöhnungszeit, so etwas, bis es sich in die Haut anpasst. So ein bisschen. Und ja. Das ist sogar ein Eau de Parfum hier drin. Weil meistens sind ja in Pröbchen nur Eau de Toilette. Also nur diese abgeschwächte Form, wo der Duft schnell verfliegt. Aber nein, hier haben die sich Mühe gegeben an ein Eau de Parfum. Oder Eau de Parfum. Wie auch immer. Ja, toll. Toll, okay, ich will jetzt nicht ganz weiter labern. Das ist ja eh, wie ich mich hier freue, das werde ich gleich noch. Ich werde gleich zur Mama dann sagen, Mama, guck mal. Könnt ihr euch alle so vorstellen? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Abo oder ein Daumen hoch wäre total lieb natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.